Hier ist Gewächshaus Nummer 2. Hier vorne wächst viermal dasselbe, und zwar die Glückskastanie. Bin allgemein eigentlich nicht so der Fan davon, aber da ich die Samen jetzt einfach geschickt bekommen habe, dachte ich mir, ich versuche es einfach mal. Sind doch innerhalb von ein paar Tagen gekeimt. Aus dem kommen sogar gleich zwei. Und ihr kennt die wahrscheinlich aus dem Baumarkt oder aus irgendwelchen Gartencentern. Das sind die, die oft diesen geflochtenen Stamm haben, was ja für die Pflanze an sich nicht so gut ist. Dann habe ich hier dreimal drin Macadamia. Da sieht man aber noch nichts. Die sind zeitgleich mit denen eingepflanzt worden. Dann hier unten in der Mitte ist die Wunderbeere. Da habe ich schon drei umgetopft. Hier, das sind eigentlich die vielversprechendsten Mangostan-Samen, die ich hatte. Man sieht, hier ist ein kleiner Knubbel, aber da passiert irgendwie gar nichts. Dann habe ich aber noch einen hier. Der ist tatsächlich gekeimt, und zwar mit dieser Ceva-Methode. Ich habe den Kern sogar 5 Tage in Ceva eingewickelt liegen lassen und dann erst in die Erde getan. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber immerhin bei einem hat es funktioniert. Und bei den anderen, na, ich habe hier beim Graben auch ein paar Trauermückenlarven entdeckt, also werde ich die nochmal in neue Erde tun und gucken, ob es hilft. Dann, hier oben ist auch nochmal Mangostane drin, in den dreien sieht man leider nichts. Und von hier bis komplett rüber ist die Borneo-Sternfrucht. Das ist mein neuer Liebling sozusagen. Leider keimen da nur die zwei. Und zwar bekommt die Früchte, also die sehen nicht aus wie Sternfrucht. Die Früchte wachsen direkt am Stamm, sind rot und so leicht spitz. Also man kennt es von der Lampionblume. So ungefähr sehen die Dinger aus, nur rot und sind halt mit Fruchtfleisch gefüllt, also keine Papiertüten oder so. Da ist auch nochmal ein Cashewkern drin. Man sieht es, der kriegt schon so eine Kruste. Aber der andere ist auch geschimmelt und ist gekeimt, also da gebe ich die Hoffnung nicht auf. Ja, ansonsten warte ich, ob hier noch was passiert. Also die Macadamia wird wahrscheinlich eine Ewigkeit brauchen zum Keimen. Aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden insgesamt.